Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, viele haben mich angeschrieben, ich sollte mal so einen Daily Vlog machen, euch bisschen mitnehmen, an meinem Alltag teilnehmen lassen. Ja, heute ist der Tag, heute mache ich meinen allerersten Vlog. Mein Tag ist eigentlich nicht spektakulär. Wenn ich mal Zeit habe, wenn ich auch wirklich, wirklich Zeit habe, sagen wir es mal so. Heute ist so ein Tag und deswegen nehme ich euch mal mit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie läuft der Morgen so bei mir ab? Ganz einfach, ich stehe auf, wie jeder andere Mensch. Ja, wasche mir mein Gesicht, tue mich anziehen, meine Zähne. Und als allererstes, vor allem, nehme ich meinen Jungen mit und fahre ihn in die Kita, ja, in den Kindergarten. So, kommst du? Geh mal, komm. Ja, also, Safety first, komm. Ja, wir gehen dann, komm. So. Komm. Ja, räum dein Buch auf, dann gehen wir. Ja, der ganz normale Wahnsinn halt früh am Morgen. Ja. Komm runter, zieh mal dich an und dann gehen wir los. So, ich hoffe, die Kameraeinstellung und alles Mögliche, das passt so. Ich bin ja nicht der wahre Profi hier, aber. Sollte passen, ne? So. Also, ja, wie läuft es so ab? Ganz normal, früh am Morgen, ihr wisst ja, anziehen, Schuhe anziehen und dann geht's los in die Kita. So, das mache ich dann mal jetzt. So, und ab geht's, ja, in den Garagenbereich und da steigen wir dann in unser Auto ein, ganz einfach. Sag mal, Mama, ihr Auto nehmen. Da sind die Kindersitze drin, gell? Ja, okay. Schatz, ich nehme dein Auto, ne? Ja. Ja, so einfach geht's. Also gut, steig mal ein, komm. Levent, geh auf die Seite, wo dein Kindersitz ist. So, jetzt setze ich meinen Kleinen kurz rein. So. Ja, und jetzt gehen wir ab zum Kindi, ne, Levent? So, machen wir die Garage mal auf. So, jetzt haben wir den Kleinen abgegeben und jetzt geht's nach Hause. Ich bin eigentlich schon fast da. Ja, wie sieht der Tag heute noch weiterhin aus? Ganz normal. Jetzt gibt es erstmal meinen morgendlichen Kaffee und dann geht es eigentlich schon ins Homeoffice-Büro, mein vorübergehendes Homeoffice-Büro. Ich musste weichen, sagen wir es mal so. Wer Kinder hat, der kennt es wahrscheinlich gut genug. Ja, Kinder für die, natürlich die Zimmer für die Kinder bereitstellen und wenn man zwei verschiedene Kinder hat, also geschlechtlich verschieden, einmal ja, ein Mädchen und ein Jungen. Dann möchte ja jeder noch sein eigenes Spielzimmer haben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und ja, ich dürfte für ein Spielzimmer weichen. Ja. Aber vorübergehend, bis wir das andere Zimmer bzw. frei haben. Und da kommt dann das Spielzimmer hin und ich darf dann wieder in mein Büro, sagen wir es mal so. Ja. So sieht der Tag aus. Ganz normal, nichts Besonderes. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zu Hause. Bis dann. So, dann gucken wir mal, ob wir alles da haben. Ja, wir haben alles da. Ja, genau. So, ist da. Yes, alright. Und das Fahrzeug so aus hier. Schon sind wir im Ege. Na? Ganz einfach. So, das Licht aus. So, jetzt lasse ich mir meinen Kaffee raus.
Und dann kann der Tag eigentlich beginnen, ne? Let's go. So, dann lassen wir uns jetzt erstmal einen Kaffee raus. Den alltäglichen, ja, Morgenkaffee, nennen wir es mal so. Ja, was mache ich so als allererstes? Ganz einfach, Rechner hochfahren, dann das ganze Thema anschauen, Akademiemitglieder, Fragen beantworten, Fortschritte anschauen. Wenn es Analysen, Auswertungen gibt über die Mitglieder, dann mache ich die, schaue mir die an. Und das mache ich mir circa so, ja, da gebe ich mir so 2 Stunden Zeit. Danach schaue ich mir so eine Stunde lang die ganzen News an, Nachrichten für mein Training, also für den Nachmittag, und dann war es das eigentlich, ne? Und dann mache ich den Rest des Tages andere Sachen und dann komme ich am Nachmittag wieder zum Handeln, ganz einfach. Und nach dem Handeln schaue ich mir auch nochmal die ganzen Themen an, Fragen beantworten und hin und her. Dann gibt es nochmal ein paar Team-Calls und dann am Ende der Geschichte, ja, ist es so, dass dann Feierabend eigentlich ist, ne? Ganz einfach. Und ja, dann lasse ich die Kamera einfach jetzt mal hier oben stehen. Ich denke, das passt so. Und ja, oder ich stelle sie genau hier hin, dann sieht man noch mehr, besser. Genau, so. Ja, und ich fange jetzt einfach mal meinen Tag an und ja, ihr könnt einfach von da oben zuschauen. Okay. So, ja, so sieht mein heutiger Vormittag aus. Erstmal meinen Kleinen zur Kita, zum Kindergarten bringen. Dann meine Routine morgendlich, Kaffee und dann auch ein Stück Brezel. Wenn meine Frau kurz beim Bäcker war, wenn nicht, dann fahre ich immer ab und zu zum Bäcker. Sonst, ja, so wie ihr jetzt gesehen habt, das allererste Akademie, Unterstützung, Analyse etc. Wenn ich was habe, heute hatte ich gar nichts, also ganz wenig, ein paar Fragen. Ansonsten, ja, dann fängt es an mit meiner täglichen Analyse. Mal gucken, was so passiert ist, was kommt. Ihr habt ja gesehen, Nachrichten etc. Und dann habe ich meinen Plan erstellt. Was heißt es? Ich habe mir meine Märkte angeschaut und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich heute handle, dann in dem und dem, in dem Markt mit der und der Strategie. Also ich habe meinen Plan schon vorausgesetzt, also was ich machen würde. Wenn natürlich das eintrifft, was ich jetzt hier mir dokumentiert habe, und meinen heutigen Plan sozusagen festgelegt habe. Ganz einfach. Ja, dann schaue ich mir noch spezifische Sachen an, ein bisschen, ein paar Daten, ein paar Fakten, ein paar Zahlen, nennen wir es mal so, was so, ja, gestern und heute Morgen beziehungsweise in der China-Session so gelaufen ist. Und dann war es das schon. Dann ist meine Analyse für den Tag fertig. Dann beschäftige ich mich mit anderen Sachen. Da nehme ich euch natürlich jetzt mit. Und heute Nachmittag wird natürlich gehandelt. Und dann lassen wir den Tag so ausklingen. 2 Stunden später. So, jetzt sind wir fertig mit diesem Thema hier. Also, alles steht, alles ist da. Also, das Support wurde zufriedengestellt. Analysen, Auswertungen wurden gemacht. Dann die
ja, sagen wir mal, der Plan für heute Nachmittag fürs Trading ist festgesetzt. Und ja, das war's. Was mache ich jetzt? Ich habe vorhin einen Anruf reingekriegt. Wir gehen nachher ja, einen Wohnkomplex besichtigen. Kurz vorm Lockdown noch. Dazu aber später mehr. Ich hoffe, ich kann euch da mit reinnehmen und ja, euch einfach da teilhaben lassen. Meine Handwerker kommen auch alle, aber ja, das dazu später. Was mache ich jetzt? Jetzt trinke ich noch einen Kaffee. Dann sieht es so aus, lege ich mich kurz ein bisschen hin. Was heißt hinlegen? Auf meine, ja, auf mein schönes Liegesofa sozusagen. Höre mir ein Hörbuch an. Also paar Zeilen, sagen wir es mal so. Dann eigentlich nichts Großartiges, dann schon zur Besichtigung. Dann meinen Kleinen vom Kindergarten abholen, dann Mittagsprogramm essen etc. mit der Familie und dann geht's weiter ab 15, 15:30 zum Handeln, zum Trading, zum Daily Business und ja, und danach eigentlich auch wieder ein bisschen Fragen beantworten, Auswertungen, ein paar Calls, paar Zoom-Calls und das war's dann eigentlich, ne? Also so in der Art wird der Tag heute ablaufen. So, also, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir uns langsam auf den Weg. Und zwar auf den Weg ja, zur Besichtigung. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch mitnehmen zur Besichtigung. Und genau, und dann sehen wir weiter, ja, was da so abgeht. So, let's go. Schatz, ich nehme dein Auto wieder. wem Kindersitz, ne? Ja. Okay. Also keine Antwort ist auch eine Antwort. Das heißt ja. Ja. Wer kennt's nicht? Die Eltern unter euch allen, die wissen wohl Bescheid. Zwecks ja Kindersitz. Ja, Kindersitz ist halt Kindersitz, ne? Und ich habe echt keine Lust jedes Mal den Kindersitz von da nach da zu tauschen und hin und her. Und deswegen, ja, nehme ich meine Frau ihr Fahrzeug. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zum Komplex. Ja, was ist das? Was ist das für ein Komplex? Um was geht es dort? Also, das ist ein, ja, ein Komplex, da sind 6x2, also 12 Wohnungen drin. Die größte hat 100 Quadratmeter und die kleinste, glaube ich, so um die 50. Genau, also es ist ein ganz altes Ding, investitionstechnisch sehr interessant und daher gucken wir uns das Ding an. Und wenn wir vor dem Lockdown noch ein schönes, ja, einen guten Deal abschließen könnten, dann wäre das natürlich Weltklasse, ne? Und deswegen gehen wir jetzt auch dahin und schauen uns das an. Mein Handwerker ist auch schon dort. Ja, und mit ihm werde ich das Ganze nochmal besprechen, wie wir das machen und was wir da machen. So, meine Lieben, ich stehe jetzt vorm Gebäude. Ich hoffe, ihr könnt es etwas sehen, ne? Also sehr heruntergekommen. Ja, ganz alt, ist auch leer. Ist schon etwas Größeres. Ich glaube, ich sehe das oder so ein bisschen. Ich nehme mal die Kamera kurz. Kann ich von hier zeigen? So, ich hoffe, ihr seht es hier so ein bisschen. Ich tue mal die Kamera hier ein bisschen justieren. Also so sieht das Ding aus. Ich kann jetzt nicht noch mehr. Investoren lauern überall und deswegen, das ist jetzt der kleine Einblick für euch. Die Kamera hier nochmal reinjustieren. Und zwar, ja, ich nehme euch leider nicht mit. Ich habe es mir jetzt nochmal überlegt. Aber ich versuche es auch gar nicht, weil ja, der Herr, der wo das, ja, das Ganze
das ganze Thema hier veräußert. Möchte natürlich anonym bleiben. Ihr müsst es verstehen, in diesem Gebäude, ja, das sind 6 plus 6, 12 Wohnungen. Lebt momentan keiner, das Ding ist komplett dicht, ist zu. Wir haben hier im Ort einen Grundstückspreis von, also einen Quadratmeterpreis, Entschuldigung, von ca. 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter. Also sehr zentrum, stadtnah. Der Bus, also Bushaltestelle sind vom Wohnkomplex sind ja 50, 100 Meter, also gleich da vorne. Dann kommt dazu noch, dass wir sehr zentrumnah liegen. Man könnte auch in die Stadtmitte laufen. Das wären dann wahrscheinlich so 15 Minuten. Mit dem Bus sind es 2 Stationen oder 3, ich weiß es nicht direkt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr potenzialreiches Objekt, was heruntergekommen ist. Und da ja, ist das Thema mit den Investitionen. Man muss natürlich investieren, um ja, da wohngerechte Wohnungen zu machen, um einfach ja, einen Cashflow zu schaffen, ganz einfach. Also, wie läuft das jetzt ab? Das Thema ist so aufgebaut, ich gehe jetzt da rein, schaue mir das nochmal an. Ich war schon zweimal hier, mein Handwerker ist auch da. Mein Handwerker, der hat ein eigenes Unternehmen. In solchen Themen ist es immer wichtig, mit einer Vertrauensperson zu arbeiten, mit der, wo man schon öfters Projekte gemacht hat. Die wissen, was Sache ist, und man kann hier über die Kosten eigentlich ja so Pi mal Daumen schätzen. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal dazu, wenn ich das mir nochmal angeschaut habe, die ganzen Fakten geklärt habe. Und dann wird entschieden und dann wird ein Angebot abgegeben, ganz einfach. Und dann ja, Angebot abgegeben, Angebot kommt zurück, Gegenangebot, klein wie ein Bazar eigentlich. Ne? Aber ich gehe jetzt mal rein. Und dann erzähle ich euch weiter mehr, ne, wenn ich wieder da bin. Okay.